Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! Now, which team scares me the most? What's this? They've hired a star player. Oh, this match just gets more and more exciting. Here come the girls. Nuff will bless those bouncing pom-poms. Ja, huhu, hier wieder beim Koani und beim Blood Bowl 2. Die Nordpol Chaos Squad spielt um den Aufstieg in die erste Liga gegen die Corrupted Shadows. Ein wirklich beeindruckendes Dunkelelfenteam. Ja, guckt, wie arrogant sie da stehen. Aber ihr werdet gleich sehen, wenn wir uns die Stats von denen angucken. Ja, sie sind nicht ganz ohne. Erster Starspieler, den sie sich gekauft haben, den kennen wir schon. Und der zweite Starspieler, den sie sich gekauft haben, den kennen wir noch nicht. You know, there's a reason why so many Dark Elf teams have won championships. They're extremely capable players. Alles klar, jetzt zeigen wir euch mal, was sie alles so können hier. Die haben super viele Leute mit Blocken und Ausweichen. Das heißt, es wird extrem schwierig für uns hier den Leuten überhaupt die Leute zum Fall zu bringen. Hier haben wir einen Blitzer. Was kann denn der Assassine, den sie hier haben? Der kann erstechen. Das ist schon mal ziemlich brutal. Manndeckung auch fies. Ausweichen kann er. Springen. Okay. Und hat einen Mehrfachblock. Okay. Ganz schön fies. Blocken ausweichen. Die Hexen haben beide dieselben Fähigkeit bekommen, nämlich Ball entreißen. Ziemlich nervig. Blocken ausweichen. Der hier hat Geschicklichkeit 5 und ausweichen. Genauso wie Ringen. Der ist extrem krass unterwegs. Der hat einen Low Blocken. Hier hinten, den kennen wir ja schon mit seinem hypnotischen Blick. Dann haben wir hier einen, der ausweichen kann. Und hier haben wir jemanden, der Abwehren hat und Abrollen. Ihr seht, das ist kein Selbstläufer. Und hoffen wir mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich bin ein bisschen eingeschüchtert. Die Corrupted Shadows bekommen einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Okay, jetzt werden wir gleich mal sehen, ob das genauso gut läuft wie gegen das andere Dunkelelfen-Team, gegen das wir eben gespielt haben. Ich hoffe es schwer, ich hoffe es schwer. Noch ist nichts Böses passiert. Ich denke mal, der Starspieler wird sich gleich da hinten einen Ball schnappen. Ich weiß gar nicht, was Target Nummer 1 ist. Die haben so viele krasse Spieler. Der Agility 5-Typ geht mir jetzt schon am Sack, obwohl er noch gar nichts gemacht hat. Stechen ist fehlgeschlagen, sehr gut. Bei Stechen macht man sofort einen Verletzungswurf, einen Rüstungswurf, ohne dass wir blocken müssen. Aber der erste Wiederholungswurf vom Gegner ist schon wieder weg. Das ist gut. Und Koali kriegt's mal wieder. Voll aufs Maul. Und ist direkt gelähmt. Autsch, autsch, autsch. Aber bisher war das ja immer ganz gut. Wenn die Leute hier versuchen, Koali zu blocken, dann können wir kontern mit dem Vinotaurus. Alles klar, und ich denke, wohl sehe ich das hier richtig, dass der Weg zum Ball so gut wie frei ist. Ich
glaube, das sehe ich richtig, ne? Corriminus einmal hier rüber. Eloridas, einmal den hier schlagen, bitte. Guys, together. Boah, es fängt schon scheiße an. Doppel-1. So, okay. Hier, weg mit dem. Folgen. Und? Ich glaube, wir schalten die Animationen auch mal wieder aus. Nee, die Touchdowns hätte ich schon noch gerne. Speichern. So. Jetzt müssten wir den noch wegkriegen. Das ist nur ein 1er Block. Jetzt ist es ein 2er. Safety in numbers. Komm Frank, du hast jetzt Knochenbrecher, aber leider schiebt er ihn nur. Aber das reicht zuerst. He won't leave him alone anytime soon. So, und der Bero hat jetzt die Chance, hier den Ballträger einfach mal niederzusmashen. Oh, this could be fun, especially if the ball schafft es leider nicht. Okay, es war ein Versuch wert. Es war wirklich ein Versuch wert. So. Sometimes cute animals like this forget the sport and embrace their wild side. Wir versuchen das mit Go for It hier mit dem Samu. Okay, wenigstens wieder zugemacht. Alles klar. Der Mischka. Einmal doppel Go for It. That's a GFR for those less educated amongst you. That signifies a great feat of ineptitude. Okay, hätte besser laufen können, aber wir haben einen Spieler am Ball. Die Hexe möchte zu unserem Minotaurus. Ist okay. Finde ich gut. Da soll sie ruhig sein. Wasn't this player a little better before? Okay. Ich denke, das läuft ganz gut. Das läuft ganz gut, doch, ja. Mhm. So. Aufstehen. Frank, der Assassine ist dein. Der hat leider ausweichen. Schade, schade. Wie so fast jeder in dem gegnerischen Team. He's on him now, like a halfling on a hot dinner. So, diese Hexe wird auch ausweichen, ich weiß es. This player, the attacker, smells weakness. Okay. With fists flailing, he's following up, hoping to get the knockdown next time. Keine Chance. Ah, einmal die Hexe niederschlagen, das mag doch Lessak. Und wir bleiben trotzdem stehen. Keine Casualty. Der Loridas. Der hat Ringen, oder? Ist das Ringen? Ja, okay. Das ist scheiße. Hm, dann schieben wir ihn lieber nur. Und folgen. Good call. Intimidation is the key. So, der Samur. Was machen wir mit dem? Der könnte hier unterstützen. Damit der Bero einen Doppelblock hat gegen den Ballträger. Wiederholungswurf. Und wieder nur Block. Ja. Ihr seht schon, es ist extrem schwierig. Nee, ich muss doch hier die Seite zumachen. Ja, der Starspieler ist jetzt frei. Ja, nicht ganz gut geplant, aber gut, wir gucken mal. Ihr seht, es ist schwierig, hier dieses Team niederzuschlagen. Es ist einfach mit dem Blocken ausweichen nicht ganz so einfach. Okay, er geht nicht auf den Touchdown. Er hätte jetzt, glaube ich, er hätte keinen machen können. Hätte dem nahe kommen können. Das Erstechen ist Gott sei Dank wieder fehlgeschlagen. They're gathering around that lone player,
like halflings round a sandwich. Mhm. The carrier himself blocks. That's really risky. Ja, loosen the cage and let the pretty little dove, I mean the ball carrier, go. Sehr schön. Das bedeutet, dass unser guter Blattskorpion noch einmal gegen die Hexe blitzen, nicht blitzen, aber hier blocken darf. Komm. Aber the player's fist is approximately the same size as his entire opponent. Wir versuchen den Wiederholungswurf. Es hilft nichts. Aber beide gehen down. Scheiße. Das war kein gutes, keine gute Sache. Er hätte zuerst mal... Na, nee. Eigentlich war das ein relativ sicheres Zeugs hier. Mal gucken, was der Gegner macht. Er läuft zurück. Okay. Up, up, and away. Doppelblock. Der arme Cartman. Ja, dieses Dunkelelfenteam ist schon um einiges anders als das erste. Es ist eher so zu vergleichen mit dem ausweichenden Skaven-Team, gegen das wir uns auch beim letzten Mal schon beim so schwer getan haben. Beim Aufstieg in diese Liga. They just got owned. That's what the cool kids are saying, isn't it? Ja. That's it. Throw the ball in their face. Block. That range they'll go down as if you were flinging a brick into okay. Their jaw. One less obstacle for the ball carrier. Textbook stuff. Das Problem ist, fast mein ganzes Team liegt am Boden. Ich werde jetzt erstmal wieder aufstehen müssen hier. Aufstehen. So. Samur. Einmal gegen den Ballträger. Und perfekt. So muss es laufen. Und jetzt bitte Casualty. Na, immerhin gelähmt. Nee. Geht neben die Hexe. Der Frank haut die Hexe. Die hat keinen Blocken. Keine Casualty weiterhin. Wen haben wir hier? Den Mischka. Der kann den Ball aufnehmen. Und hier ist der Beru und der Eloridas. Der Eloridas geht schon mal ein bisschen nach vorne. Und der Mischka läuft jetzt zum Ball. Oh, dear. Ach, come on. Mischka hat echt Probleme mit dem Ball. So. Pass. I smell a quick touchdown here. So, einmal hier ein bisschen absichern. So, und dann haben wir jetzt vielleicht gleich den Aufstieg mit dem Eloridas. Wenn da nicht noch die Dunkelelfen dazwischen fuschen. Die hier, die haben es echt jetzt schwer, der Cartman und wer ist das hier, der Corriminus. Great! Greased balls would struggle to dodge through that defensive lineup.
Tja, das war nix. Der Corimenus muss jetzt leiden. Okay, das Problem ist, zwei Leute stehen am Ballträger dran. Und, naja, ich kann nur einen wegblitzen. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin? Du haust erstmal den. Leider jetzt da ausweichen. That's it. Force him back and then pow. Ah, come on, guys. Team spirit is the key. Well, except for me, obviously. Okay. Zumindest die Unterstützung kann ich jetzt hier rüberbringen. Einmal ein Blitz gegen den. Ja, läuft schon ganz gut. Oder abwehren. One less annoyance to deal with. Und dann blocken wir mal ein bisschen. Better dodging out of the way rather than blocking, Bob. No, Jim. Strike first, run later. That's always been my motto. Okay. Wir brauchen hier oben mehr Unterstützung. Einmal schön nach hier oben. So, und der Blood-Skorpion versucht dann doch nochmal hier the harder they punch. Die Hexe ein bisschen zu behalten. Will the big one manage to lay out an opponent of half his strength? It reminds me of the famous story of Nurgling and the great unclean one. But this time, no miracles. So. Und hier machen wir auch noch ein bisschen zu. Alles klar. Wir sind da nicht gezwungen, jetzt sofort den Touchdown zu machen. That player's earned their wages today. Aber hier sieht man, wohin das gehen kann, wenn man das, wie man Elfenteams nice. Ausskillt. Very nice. All this focus on the ball is against the spirit of the game. Hat's wieder nicht geschafft. Aber er hat schon wieder zwei Spieler am Ballträger. Und der Blitz. The other players stood there like statues, with such easy prey. I may swoop down myself. Okay. I'm fancy a bite. That's it. Aim for the ball carrier. Take them down. Das ist jetzt besser für mich, weil den kann ich jetzt so einfach so weg tackeln und den mit einem Blitz, dann ist er frei. Sieht ganz gut aus. Selin, jetzt zieht er jetzt noch Leute hoch. Aber es sieht nicht danach aus gerade. Okay. Fangen wir an mit dem Cartman, der den Starspieler hier wegtackelt. Hoffentlich zumindest. Ja, der hat nämlich keinen Block. Das wissen wir aus dem letzten Spiel. Und K.O. So, jetzt kann der Mischka den weghauen. Okay, sehr schön. Und auch folgen. Lähmt. Perfekt. Dann werden wir den Lesrak schicken und den hier zubauen.
So, und dann einmal Richtung Touchdown-Zone. Und hier brauchen wir wieder ein bisschen eine Art Mauer. Aufstehen. Und auch hier ein bisschen weiter außen rumlaufen. So, der Minotaurus. Wieder gegen die Hexe. Möchte nicht. Okay. Möchte keine Frauen schlagen. Überspringen. I've heard stroking him on his belly or chin may calm him down. Der Frank einmal nach vorne. So, und hier der Coriminus steht einsam und allein auf dem verlorenen Posten gegen drei Elfen. Aber gut. Irgendwer muss sich ja opfern. Ah, jetzt ist, haben sie sich den Minotaurus als Ziel ausgesucht. Okay, der fällt. That was risky. Ja, war es eigentlich nicht. Okay, auch hier ein Doppelblock gleich. Samur kriegt auch einen drauf. Oh, look at that little snotling attacking the troll. Ja, der Wiederholungswurf kommt. Aber hilft nicht. That player's a little short. Oh no, my mistake. He's on the ground. Okay, alles klar. Verteidigung. So. Hoch. Aufstehen. Läuft. Coriminus. Mehr. Der Frank könnte mal versuchen, hier einen Starspielerpunkt zu heimsen. Ja. Die ringen. Nee, die kann ringen. Und. Leider nicht. So, aber jetzt der Lorelas mit dem Touchdown und damit dem Aufstieg. And this is a touchdown! Boom! Touchdown! Touchdown! Just before halftime. That really screws with the players in the locker room. Well, with that touchdown under their belt, we can finally get this match started. So, none of the knocked out players seem to have awoken in time for the next down. That must be one heck of a dream they're having. Despite being in the lead, this team now has to kick the ball to the losing squad. They'll want to get it back as soon as they can. So, wir machen das kurz. Die Corrupted Shadows können sich bewegen. Also einer. Den Ball nicht gefangen. Na gut, aber ist jetzt nicht. Ist ja jetzt halb so wild. Wir haben danach, glaube ich, sogar noch einen Zug. Holding maneuver, if ever I saw one. Interesting. Vielleicht können wir sogar noch eine Casualty verursachen. Hoffentlich kriegen wir keine mehr. Vor der Halbzeit. Da kommt das Erstechen jetzt. Fehlgeschlagen, Gott sei Dank. They've picked up the ball. I suppose I should say something memorable or funny here. Da kommt jetzt der Blitz. Wieder gegen Koali. Es ist immer dasselbe. Attacker has an assist.
Their player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. Fast and impossible to tackle. The fans will love it. Alles klar. So, da ist die Möglichkeit für ihn. Obwohl, nee, er kann nicht mehr scoren. Ist der letzte Zug. Dann versuchen wir jetzt. Erstmal den hier zu hauen. That's a strike made with technique and precision. Sehr gut, gelähmt. So, und jetzt gibt's für die Hexe auf Oma. Hoffentlich. Go, big guy. Trample on. Yeah. With arms like tree trunks. There was only going to leider be auch one nur gelähmt. Ein Fisch hat keinen Blocken. Wir haben unseren letzten Wiederholungswurf. Na gut, schieben wir. So. Haben wir hier jetzt noch irgendwo was, was wir schlagen können? Hier haben wir auf jeden Fall was zu schlagen. Beide blocken. Alles klar. Goriminus einmal noch hier vorne. Dann hat er nämlich auch einen Doppelblock, der Beru. Gegen den Assassinen. Der hat allerdings leider Ausweichen. Okay, und das war's für diese Halbzeit. Leider keine Casualty mehr geschafft. A fresh start, fellas. You can return to the slaughter. Must be a real kick in the head to have to kick the ball away when you're losing. Yes, I do. Versuchen wir mal, den Starspieler hier wieder wegzukriegen. Ali. Fisch als Ballcarrier wieder nach hinten. Goriminus nach vorne. So, der Beru auch nach vorne. Engai ist auf dem Spielfeld. Möchte ich den Engai? Nee. Einmal wechseln gegen den Mischka. So, und den Mischka einmal nach hier links. So, dann tauschen wir hier nochmal die Plätze. Und hier mal die Plätze. Und dann geht's los. Wir bekommen einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Das rockt. Alles klar. So. Fangen wir an mit dem Eloridas. Leider hat der Typ ausweichen. Wie oft habe ich dieses Satz jetzt schon gesagt? You just want me to set you up so you can shout new balls please. I'm not going to do it. Buzzkill. Look at Twinkle Toes there. So, dann haben wir hier die Möglichkeit einmal zu hauen. Ja, der Lesrak, der schafft das sogar. Keine Start Player Points. Samu schafft es auch. So, und jetzt aber hier Knochenbrecher. Gegen den Agility 5 Typ, das wäre cool. Ja, leider nicht. Cartman sichert schon mal den Ball für alle Fälle. Now it's just a simple matter of getting the ball at their feet. It's never simple. There's nothing better than hitting someone smaller than you, Jim. That one's got fists bigger than ham joints. Up in the crowd. Oh, he's going to get intimate with the fans. Schade. I hope they're not too excited. Schade, schade. So, einmal den Ball holen. So easy when you can change the shape of your body. So, und der Pass geht natürlich auf den Mischka. Wie immer eigentlich. So.
Dann gehen wir mit dem Bero nochmal nach vorne. Schön den Ballträger, nämlich den Mischka in dem Fall, unterstützen. So, und dann haben wir hier noch einmal die Möglichkeit zu blocken. Und nehmen auch den... Und wir haben den Starspieler getötet. Und der Gegner setzt den Apotheker ein und er ist nur verletzt. Und verliert einen Punkt an Stärke. Ich würde jetzt für einen Starspieler auch nicht einen Apotheker einsetzen. Und der Frank hat ein paar Starspielerpunkte verdient. Hat er sich wirklich auch verdient. Zu Ben. Ein Elf, zwei Elfen weniger auf dem Spielfeld. Einen haben wir ja auch ins Publikum getreten. Ja, wir brauchen dringend Leute mit Tackle irgendwo. Sonst wird das Spiel gegen solche Teams hier echt lästig, weil die sind uns eigentlich vom Prügeln her unterlegen und weichen allerdings ständig aus. Das ist nervig. Okay, aha. Ja. Da fliegt der Wiederholungswurf, oder? Ja, aber trotzdem, der Mischka haut ihn. Sehr schön. Alles klar, hier haben wir den nächsten Kandidaten für die Crowd. Wiederholungswurf ist wichtig. Leider auch durch den einzelnen... Naja. Schade. Na gut. So. Probieren wir hier ein bisschen das Drama so gering wie möglich zu halten. Der Loridas, einmal schlagen bitte. Wegschubsen ist immer gut. Bleiben. So, der Samur schlägt den. Der hat keinen Block. Aber Ringen. Naja, egal. So, und hier der Lesrak kann eigentlich auch Starspielerpunkte noch gebrauchen. Kriegt aber keine. Schade. Cartman. Geh mal nach vorne und sicher mal mit dem Ball. So, und hier der Frank geht ein bisschen nach vorne, damit der Koriminus den hier hauen kann. So, Casualty Koriminus, dann müssen wir nämlich auch aufsteigen. Ist das Anreiz genug für Koriminus? Und... Ah, gelähmt. Er hat sein Bestes gegeben. So. Der Beru. Komm, Beru kann auch mal... wir haben den Blitzer versaut hier vorne mit dem... mit dem Minotaurus. The more the merrier. Okay. Er lernt nicht dazu. Er hat gerade nur Glück gehabt, dass der Minotaurus die Arbeit verweigert hat. Okay, hier kommt der Blitz. Wiederholungswurf. Okay, er darf nur schieben. So, das heißt, wenn es gut läuft, sind jetzt gleich zwei Elfen weniger im Spiel. So, wir fangen an mit Beru gegen den hier. Ja, wir schieben. Und bleiben stehen. Cartman einmal zur Unterstützung nach vorne. Und dann einmal hier. Das braucht den Wiederholungswurf leider. Und bleiben. You know, a fence may solve this problem of players being eaten by the crowd. Just a thought. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn der jetzt hier ausbricht, haben wir keine Verteidigung mehr für ihn.
Das heißt, wir ziehen ihn mal zurück sogar. So, das heißt, der Minotaurus kann jetzt auch versagen, wenn er... Sollte er das denn auch tun, aber sieht gut aus. Und wieder dieses Verklicken. Nicht so geil. So. Jetzt Sambo geht nach vorne. Einmal hier die Unterstützung der Kuriminus auf die Frau. Und die hat keinen Blocken. Ah ja. So, und der Lesrak. Langsam aber sicher schiebt er ihn Richtung Zuschauer. That's it. Force them back and then pow. Okay. Ja, hier unser Minotaurus versucht hier die Seite freizuräumen. Aber der Gegner hat uns jetzt schon zum Rückzug gezwungen. Wir haben Felder verloren in dieser Runde. Faster than an inflated squig. I train week after week for doing this move, Jim. But gravity was too strong. Over they go. Was ist passiert? Ein Go-For-It versaut. Okay. So, wie machen wir das jetzt hier? Ich würde sagen, der blockt jetzt erstmal wieder die Tussi hier. Die hat leider ausweichen. Hier rüber. Und jetzt einmal hier hin. Und? Gelähmt. Sieht doch gut aus. So, wo ist der Cartman? Der hat doch Knochenbrecher, nicht wahr? Dann ist das jetzt dein Opfer. Sieht gut aus. Der hat Abwehren. Oh, you had better run, boy. So. Wie weit kommen wir mit dem? Wir kommen mit dem nicht so sonderlich weit. Wie ich es gerne hätte. Hier einen hin. Loidos hier vor die Tussi. Der steht gleich leider wieder auf. Das ist das Problem. Wir müssen hier die Seite doch noch frei machen. Ja, der wird jetzt so einen mega Negativblock kriegen, wenn er dann hier... So. Hier vorne hin. So, dann gibt es hier den Doppelblock. Leider unerfolgreich. Folgen. Hier gibt es jetzt noch einen Block. Und das alte Problem, der Gegner hat ausweichen. So, einmal hier den Block. Okay. Kuriminus, ein Einserblock. Es hilft alles nichts. Sie lassen mich niederreißen. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. Bin gespannt, was jetzt kommt. I train week after week for doing this move, Jim. Ja, der hat leider abgeholt. Gravity was too strong. Come on, guys. Das ist wahrscheinlich nix. Let's see some blood in Blood Bowl. Okay, der Blitz geht jetzt gegen ihn. With fists flailing, he's following up, hoping to get the knockdown next time. Und hier versucht er zu entkommen, dass wir ihn nicht in die Zuschauer reinhauen.
die Hexe. No chance. So. Einmal den hauen. Is the assist gonna be enough to come out on top? Der hat kein Ausweichen, ne? Das heißt, wir kicken ihn einfach noch da. Less pressure on the ball. It's a good move. So, Cartman nach vorne. Der Mischka kann noch nicht ohne Probleme scoren. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, well, the last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. Samur. Und gibt das eine Casualty? Leider nicht. Leider nicht. So, aber hier müssen wir jetzt mal ein bisschen aufräumen. Na, Wiederholungswurf. Einzelgänger, schade, schade. Der hat Ringen. Das ist Gott sei Dank. Turnover. Warum ist das jetzt Turn? Ach so, weil ich auf jeden Fall gegen den Boden gerissen werde. Okay. And away. Tja. Ja, das war jetzt aber auch... Wo ist das, der Agility 5-Typ? Ja, okay, mit dem hätte ich das wahrscheinlich auch versucht. Another player on the ground. The coach will be spitting teeth about this. Okay. Das ermöglicht dem Cartman einmal die Chance noch ein bisschen... Ah, schade. Seine Knochenbrecherkünste auszupacken. So, und hier unser wildes Tier. Und die Hexe ist einfach zu fragil und zu squishy für unseren Minotaurus. Vero, kannst du das besser als der Minotaurus? Ja, kannst du. Perfekt. Folgen. K.O. Überspringen. So, für alle Fälle. So, und hier einmal ein Block. Der hat Ausweichen natürlich. Und dann haben wir hier einen Block. Der hat zwar auch Ausweichen, aber das hilft ihm in dem Fall nichts. Okay. Tja, wollen wir jetzt den Touchdown machen oder wollen wir ihn nicht machen? Das ist jetzt die große Frage. Wir hauen erstmal noch ein bisschen weiter. That player is about to get punched above and below the belt at the same time. Okay, wir machen den Touchdown, damit der Mischka sicher seinen Aufstieg hat. It's a touchdown. Any advice, Bob, for the side that's down 2 touchdowns? Make out your will and check your insurance policy. Keep away from the fans, because they're not gonna be happy. All the knockout players are back on the field. How did that? Important thing, you gotta keep possession of the ball, not lose it. Strike back would be terrible. Ich glaube, ich hole mal Plastiklöffel für Backfisch rein. Einfach nur, weil ich's kann. So. Unsere Fans sind wieder gut drauf und hauen mal einen Elfen-K.O. mit ihren Steinen.
läuft er. Okay. Also die 2-0-Führung ist schon ganz gut. Ich denke nicht, dass wir das Spiel hier noch verlieren. Also, es ist eigentlich unmöglich, das Spiel noch zu verlieren. Weil ein One-Turn-Touchdown kriegt er auf keinen Fall hin. Also geht es jetzt darum, unsere Statistiken aufzufrischen. He won't leave him alone anytime soon. Okay. So. Wen haben wir denn hier? Das ist ein Blitzer. Ich glaube, wir schlagen zuerst mal mit Plastikwürfel drauf. Sehr gut. Folgen. Okay. Hier haben wir die Möglichkeit, den zu schlagen und wegzuschubsen. He's on him now, like a halfling on a hot dinner. Der Eloridas gegen die Hexe. Ah, keine Casualties. This player likes to be well assisted in a fight. Schiebt. Nicely deflected. So. Versuchen noch mal hier die Hexe noch mal zu kriegen. Die hat halt nur Rüstung 7. That's quite a mismatch, Bob. I know. That weedy fella's gonna get splatted. I'm excited, Jim. Es läuft nicht beim Blood Scorpion. Apparently wizards call that kinetic energy. So, dann machen wir jetzt hier die Seite zu. Und damit er ein bisschen in Zugzwang gerät, machen wir hier mal ein bisschen Druck. Okay, und Zug beenden. Schauen wir mal, ob die Elfen da noch was drauf antworten können. Ja, ich warte. Another player left stunned by his stare. Er hat unsere Minotaurus hypnotisiert. Er verliert jetzt halt alle seine Tackle-Zonen. Sehr nützliche Fähigkeit, das ist Hypnotisieren. Kann man sich leider nicht mit Starspielerpunkten kaufen. Ja, der typische Käfig, aber das hilft ihm nicht. Okay. Den Käfig noch schwächer. Okay. Samur, da ist dein Opfer. Unity is strength. Und mit Knochenbrecher muss auch da was drin sein. Naja, eine Lähmung ist drin. Alles klar. Aufstehen. Why not? Fair fight can be so overrated. There's always room in sport for a scrap like this. Da sind die Starspielerpunkte, die der Black Scorpion noch brauchte. Perfekt. Closing moment of the match. We've still got players hitting each other. Love it.
folgen. Plastiklöffel. Sind alles Einser. Der Bero versucht jetzt einfach mal, den hier wegzutackeln. Läuft. Somit ist auch der Touchdown unmöglich für den Gegner. So. Alles klar. Ein Go for it nach hier drüben. Und dann geht hier das Prügeln munter weiter. Bleiben stehen. Damit auch der Koani noch einen Doppelblock hat. Wir haben noch Wiederholungswürfe, dann setzen wir sie halt auch ein. Leider gibt es hier ein Ausweichen. Schade, schade. Folgen. One more step and... So, damit wir es ihm nicht ganz so einfach machen. So, das war unser letzter Zug. Der letzte Zug des Gegners. Hoffen wir, dass er niemanden mehr von uns kaputt schlägt. Wir haben drei Aufstiege, glaube ich, in diesem Spiel. Der Black Scorpion, der Mishka und noch irgendjemand, glaube ich. One less obstacle for the ball carrier. Textbook stuff. Gar nicht sicher, wer. Wir werden es sehen. Oder ich vertue mich, könnte natürlich auch sein. Weicht aus. Macht irgendeinen Unsinn. Auch hier das Ausweichen geklappt. Ja, wenn du noch mehr Züge hättest, dann wäre das eine gute Aktion, aber hast du leider nicht. So many touchdowns. Reach Ende, 2-0 gewinnen wir gegen die Dunkelelfen. Das war ein hartes Match. Auch, Eloridas kriegt einen MVP. Wir haben eine Errungenschaft. Spike Magazine. Jawohl. Und der getötete Starspieler ist auch noch Spieler des Spiels geworden bei den Elfen. Das lief mal nicht so gut. Okay. Du hast den Wettbewerb gewonnen. Sehr gut. Und wir gehen in unser Team. Und in die Spielerliste. Ah, wir hatten drei Aufstiege der Eloridas. Das ist natürlich auch aufgestiegen. Sehr gut. Schauen wir doch mal, was wir den Eloridas verpassen können. Na, das riecht nach Knochenbrecher. Sehr gut. Der Minotaurus. Stufe aufsteigen. Bitte ein Pasch. Ah, leider kein Pasch. Dann nehmen wir doch für den eine Mutation vielleicht. Tentakel. Plus 1 zu allen Ausweichenwürfen bringt ihm jetzt ja nicht so viel. Krallen und Klauen würden ihm vielleicht was bringen. Da macht er mehr Casualties mit. Ich glaube, die verpasse ich ihm. Er hat Klauen und Krallen. Das sieht man jetzt auch hier, glaube ich, an... They've got so many twerps coming through on Twerpabob. I've known twerps all my life, Jim. I don't see why I gotta take notice of them now. So, und auch der Mishka hat eine Stufe bekommen. Ja, hier kriegen wir den Pasch. So ein Ärger. Was machen wir denn mit dem Mishka, mit dem Pasch? Ich glaube auch, er kriegt Ausweichen. Das heißt, beide Agility 4 Spieler haben jetzt Ausweichen. Und der Mishka sogar blocken und ausweichen. Ja, das ist schon eine gute Sache. Okay. Ja. Wir können uns immer noch nichts kaufen hier. Gucken mal, wir gehen in die neue Saison. Du bist einem Wettbewerb beigetreten.
spiele jetzt in der Silberliga. Warum bin ich jetzt eigentlich nicht in die Goldliga aufgestiegen? Ich war da doch ziemlich gut. Naja. Schauen wir doch mal in die Silberliga rein. Ich hatte wahrscheinlich nicht genug Rang oder so. Teams, Spielplan. Als nächstes Shining Crusaders. Das klingt so nach Hochelfen. Mal zurück. Nein, es sind Bretonen, okay. Ja, gegen die haben wir uns ja relativ schwer getan, aber die haben wenig Rüstung. Das heißt, mit unseren massig Knochenbrechern, die wir jetzt haben, kann da was gehen. Das Problem wird es sein, wir haben jetzt einen Wert von über 2000 in unserem Team. Die Gegner kriegen immer mehr Kohle, wenn sie gegen uns spielen. Und wir bekommen am Ende sogar Kohle abgezogen, weil wir jetzt die Spieler, die jetzt so viel Star-Allüren entwickeln, weil sie so stark werden, Geld kosten. Aber gut, wir werden auch das meistern beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blood Bowl 2. Bis dahin, erfahren euer Quali. Tschüss!